Ja, herzlich willkommen zum zweiten MB Online Video. Diesmal in etwas anderer Umgebung, ist jetzt hier im Garten, passend aber zum Thema, weil ich arbeite gerade und das, was ich gerade mache, macht mir auch Spaß. Und die Frage ist jetzt, muss das so sein? Muss Arbeit glücklich machen? Ist das eine berechtigte Erwartungshaltung an Arbeit? Ich komme auf das Thema, weil ich da in zwei verschiedenen Situationen mit konfrontiert würde. Die eine Situation ist, wenn Menschen mir erzählen, dass das, was sie gerade tun, sie so gar nicht zufriedenstellt und auf der Suche nach etwas Neuem, nach Erfüllung, nach Dingen sind, die sie tagtäglich glücklich machen. Und die andere Situation ist, wenn ich mit Jugendlichen zu tun habe, die auf der Suche sind nach dem, was sie mal machen möchten, was sie beruflich anstreben, sich Gedanken dazu machen, wo es mal hingehen soll. Und bei beiden ist natürlich die Erwartungshaltung da, wenn ich denn schon arbeiten muss, dann sollte es wenigstens was sein, was mich wirklich erfüllt, was mir Spaß macht und letzten Endes, was mich glücklich macht. Ich weiß, dass das funktioniert. Ich habe mich vor 16 Jahren selbstständig gemacht und kann mich total gut an diese Zeit erinnern, als ich jeden Morgen mit meinem Laptop auf dem Rücken in mein kleines MB Online Büro gegangen bin und einfach mich darauf gefreut habe, dort aufzutauchen, mich hinzusetzen und an MB Online zu arbeiten. Wenn ich jetzt Jugendlichen einen Rat gebe, dann lautet der natürlich genauso. Schau auf die Dinge, die du mit Leidenschaft machst, die du gerne machst. Da stehe ich auch nach wie vor zu, genauso wie wenn Leute auf der Suche nach einer Alternative sind, empfehle ich das auch. Allerdings frage ich mich manchmal, gerade was die Jugendlichen angeht, ob man mit dieser Haltung oder mit dieser Botschaft mitunter nicht auch wirklich zu hohe Erwartungen weckt, die zwangsläufig zu Enttäuschungen führen müssen oder eher zu Orientierungslosigkeit. Also die Idee, was auch immer ich mache, es muss mich 7, 8, 9 Stunden am Tag glücklich machen, es muss mir immer Spaß machen, ist mit Sicherheit überzogen. Und da ein etwas ausgewogeneres Verhältnis in der Beratung, im Coaching anzustreben, diese Vorstellung auch in den richtigen Rahmen zu setzen und zu relativieren, das ist genau mein Anliegen hier für dieses Video. Jeder, der, selbst wenn er seinen idealen Job gefunden hat, seine ideale Berufung gefunden hat, weiß, dass es Tätigkeiten gibt, die nun mal keinen Spaß machen. Und entscheidend ist ja nicht, dass es ausschließlich spannende und interessante Aufgaben sind, sondern dass sie überwiegen. Dass ich weiß, die Mehrzahl meiner Tätigkeiten sind Sachen, die ich wirklich kann, die ich mag, die meinen Fähigkeiten entsprechen. Und da nehme ich gerne in Kauf, wenn das eine oder andere dazwischen kommt, wo ich nun mal durch muss, was mich auch mehr Anstrengungen kostet, was mich einfach mehr Energie kostet, wohl wissend, dass am Ende immer noch das Positive überwiegt. So viel zu diesem Thema und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit MB Online.